Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Aragami. Im letzten Part haben wir einen Raben befreit und wie durch ein Wunder haben wir den Parcours hier durchgeschafft, sind aber noch nicht am Ende. Wir müssen den Raben folgen, keine Ahnung, wo er uns hinführen will, aber so wie es aussieht, haben wir ein kleines Indiz bekommen oder einen kleinen Hinweis bekommen, was wir sind. Ein Aragami ist in der Tat eine Gottheit. Zumindest wird sie von den Menschen hier so genannt, sozusagen. Ja, Schatten, hui. Und wir haben ja schon mehrmals die Vision vom Neunschwanz bekommen. Das hört sich jetzt bildbewehrs an, aber das ist in Wirklichkeit eine japanische Legendenfigur, also eine japanische Gottheit, um genau zu sein. Ein Fuchs mit 9 Schweifen. Eine sehr beliebte und berühmte Figur. Ich selber mag sie auch gern. Wer Naruto vielleicht kennt, den Anime, weiß, wovon ich spreche. Wer Okami kennt, weiß wahrscheinlich, wovon ich spreche. Wer die japanische Mythologie kennt, weiß sowieso, von was ich spreche. Kann es obendrein noch viel besser erklären. Ja, ich bin nach wie vor begeistert vom Spiel, auch wenn ich mich anstelle wie der letzte Depp. Aber bitte, wie gesagt, ich mag das Spiel. Na, ich will darüber, bitte. Geht sich das mal aus? Ja. Und wie gesagt, es ist freilich schwer, keine Frage, es ist schwer, das soll ja auch schwer sein, es soll ja nicht leicht sein. Wir sollen ja nichts geschenkt bekommen. Kann ich noch? Ich brauche Schatten. Und ja, ich bin gespannt. Der Rabe soll uns jetzt irgendwie weiterhelfen können. Nicht nur uns dorthin führen, wo wir hin müssen. Es soll seine Fähigkeit sein, seine besondere. Beschissene, wollte ich sagen. Nein, seine besondere Fähigkeit. Oh, ich habe ihn gefunden. Er hatte Angst. Er hat sogar eine rote Feder dabei beim Flügel. Hä? Was ist das? Oh. Ein Meuchelmörder? Der Rabe hat's gesehen. Boah. Ach, was? Schon wieder eine Vision. Hallo, mein Freund. Na, alles in Ordnung mit dir? Er scheint in Ordnung zu sein. Diese Visionen, was bedeuten sie? Ich weiß es nicht. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich dort. Als habe ich... Also ich meine, was habe ich benutzt? Ist das Lichtessenz? Wenn du schon die Schattenessenz benutzt, kannst du kein Lichtgeweihter sein. Und du wurdest erst heute Abend geboren, weißt du noch? Aber wenn ich keine Erinnerungen sehe... Was sehe ich dann? Wessen Traumbilder sind das? Tut mir leid, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt uns auf dem Weg in die Stadt eine Idee. Gut, und wie kann uns der Rabe helfen? Er hat die Kaiho im Auge behalten. Er sollte uns zu den Talismanen führen können. Talismanen? Das magische Siegel, mit dem die Kaiho mich gefangen genommen haben, zieht seine Kraft aus 6 Talismanen. Wir müssen sie alle finden, um das Siegel zu brechen. Wir brauchen sie also alle, bevor wir dich retten können. Ja, und dank des Rabens werden wir nicht die ganze Nacht für die Suche brauchen. Hoffentlich. Na prima, denn bei Sonnenlicht müssen wir uns in die Schatten zurückziehen. Wahrscheinlich eine Gruft oder so. Yamiko, warum war der Rabe eingesperrt? Vielleicht sollte er nicht in falsche Hände geraten. Unsere zum Beispiel. Warum haben sie ihn nicht einfach getötet? Wer weiß. Aber ich bin froh, dass sie es nicht getan haben. Mit der stimmt was nicht. Was? Also das stimmt. Er scheint ein treues Tierchen zu sein. Sind wir hier richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich denke schon, oder? Jetzt habe ich bei der ganzen Aufregung vergessen zu schauen, ob hier noch irgendwo Schriftrollen gewesen wären. Daran muss ich mich noch gewöhnen.
Aber wir werden es dann eh erfahren, glaube ich. Wenn wir jetzt wahrscheinlich... Aha, wir sind noch nicht fertig. Zielen. Ziel zeigen mit C. Okay. C. Verlasse den Bereich. Aha. Na dann, Ziel zeigen. Haut das hin. Oh! Langsam. Psst. Dann zuerst umhauen vielleicht. Oh mein Gott, da hinten sieht mich dann jemand. Was zum Teufel müssen wir hier machen? Wirklich mit C? Ich glaube, jetzt kommt was. Hört sich aber eher an wie eine Eule. Da komme ich jetzt gerade nicht richtig mit. Hm. Ich hoffe, es ist gespeichert. Echt, ich hoffe es wirklich. Oh je. Der da drüben hat es gesehen. Wir verstecken uns kurz mal da hinten. Und so viel zum Verstecken. Es ist gar kein Versteck. Verlasse den Bereich. Ich bin nicht finster, ich bin nicht dunkel. Jetzt. Passt. Sauber. Und jetzt geht's jetzt. Ach so, da oben müssen wir hin. Na super. Okay. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Geht das so? Perfekt. Saubere Arbeit. Kann man sagen, was man will. Das ist gar nicht mal so blöd gelaufen. Haben wir jetzt wieder Ruhe? Da drüben war ja auch ein Kratler, oder? Der ist irgendwie weg. Ich sollte mich hier vielleicht auch ein bisschen genauer umschauen. Da könnten nämlich Schriftrollen versteckt sein, oder? Ah, da. Hier zum Beispiel bei dem Altar. Aber da ist nichts. Da ist nichts, nein, nein. Da ist gar nichts. Nein, 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 geh weiter. Da oben ist auch nichts. Nein, geh einfach weiter, du Kratler. Geh weiter. Was? Och, nö. Nicht dein Ernst jetzt, oder? Ich muss weg. Die Maus ist manchmal ganz schön anstrengend. Psst, nichts mehr runter hier. Und hier rauf. Da sind wir in Sicherheit. Perfekt. Super gemacht. Ich muss mich mal selber loben. Solange ich es noch kann. Bis ich dann halt wieder fehle. Ganz böse und gemein. Wow. Wir werden aufgedeckt vom Licht. Vom Licht. Jetzt bin ich echt gespannt, was wir wirklich sind. Sind wir jetzt Mensch? Oder sind wir jetzt ein Gott? Das wird echt... Das war knapp, aber schön. Kurzum, das war schön knapp. Oh weia. Kommt die da jetzt echt auf uns zu? Ich möchte gern darauf. Ja, sicher entdecken sie mich. Das ist ganz klar. Kommt er? Leider. Das war nicht schön. Das war echt nicht gerade schön. Geht's da rauf? Kann ich rauf? Dürfte ich rauf? Nö.
Räder um. Ich will versuchen, dann hierher zu kommen. Und versuchen, ihn umzumeucheln. Wenn er sich wieder umdreht. Na los, dreh dich um. Fein. Was, F? Da war irgendwas. Eine Schriftrolle. Ich sehe dich. Schriftrolle. Bam. Zwei unvergebene Fähigkeitspunkte verfügbar. Jetzt schauen wir mal, ob wir jetzt was tun dürfen. Da schau, jetzt geht da was. Achso, ist automatisch freigeschalten, aber da geht jetzt was. Kantentötung. Ein Schattensprung zu einer Kante neben einer Wache tötet diese sofort. Aha, und hier? Schatten verschwinden. Nähere dich einer toten Wache und lass die Leiche verschwinden. Und hier? Zeichen des Aragami. Kuroso markiert dein Ziel R und behält seinen Standort jederzeit im Auge. Na, das will ich zuerst haben. Zu einem toten Feind gehen und E drücken, um die Leiche verschwinden zu lassen. Das will ich haben. Das ist schön. Zurück bitte. Das will ich jetzt gleich ausprobieren. Und, also F will ich jetzt haben. Geil! Das mache ich jetzt mit alle. Ist das cool, da kriegst du voll Punkte. Muhaha. Verschwundene Leiche. Ich mag das gerade. Das ist ja saugeil. Verschwundene Leiche. Boah, ist das cool. Ich freue mich gerade. Ich freue mich gerade echt. Da war ja auch noch irgendwo einer, oder? Der ist komplett verschwunden, oder wie? Ach, der war weiter unten, ne? Hier irgendwo. Warte mal. Der war hier, oder? Ja, da liegt er. Ma, ist das gerade cool. Geht's nimmer? Zu wenig Energie, oder wie, ne? Oder ich darf es nur begrenzt einsetzen, was jetzt gar nicht schön wäre. Geht's nimmer? Darf ich nimmer? Nur drei? Darf man nur drei? Oder ist die einfach schon zu lange tot? Na, das geht. Die funktioniert. Die auch. Vielleicht ist die einfach nur ein bisschen buggy. Ma, ist das gerade cool. Ich freue mich gerade. Boah, ist das cool. Schnell ein bisschen aufladen. Ruck. Ach so, natürlich. Und du willst nicht, oder wie? Na, der will nicht. Der bleibt halt. Okay. Macht nichts, gibt Schlimmeres. Hui, 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 hui. Na, ist das ein cooler Skillpunkt. Der ist echt cool, der ist so cool. Der gefällt mir, lala. Der ist so cool, der ist so cool. Lalila. So, was haben wir da Schönes? Sieh, ich habe einen Pfad durch den Berg gefunden. Aha. Und was ist das? Einfach nur, achso, das sind einfach nur Träger gewesen, ne? Da geht's nicht weiter, okay. Einen Pfad durch den Berg. Na und wo bist du, meine Hübsche? Das hier? Na, oder? Das ist nur ein Strauch. Einen Pfad durch den Berg. Wo bist du denn, meine Hübsche? Wahrscheinlich einfach hier rauf und da wird schon werden. Ruck. Ruck. Das schaut's aus. Yeah, speichern. Speichern ist immer gut. Und da kann ich jetzt einfach so runter, oder wie? Schaut's aus. Bin ich jetzt tot? Na, okay. Doch, ich bin tot. Ach so, ich soll da rauf. Oh, Entschuldigung, ich dachte, es geht runter. Nicht so ganz. Okay, dann müssen wir überhaupt immer darüber. Aha. Ich glaube, hier ist richtig. Nichts gut. Gar nichts gut. Mhm. Ich bin ein Geist. Ich wiege nicht einmal ein Kilo normalerweise.
Knochen und ein Teller. Oder was? Ja. Aha, da gibt es zwei Wege. Ja, eine Schriftrolle. Schau dir das mal an. Wie gut die versteckt sind. Ja, mal eine Mütze Schlaf wäre auch nicht schlecht, ha? Ein Lagerfeuer. Kisten kann man nicht aufmachen. Mhm. Zumindest, wenn es möglich ist, später. Was? Oh, wir haben es geschafft. Rang A? Mit 3 Erfolgen errungen. Nie entdeckt worden. Alle Bedrohungen ausgeschaltet. Da war noch jemand? Echt? Gefundene Sammelobjekte. 4 von 4 Wachen aufmerksam gemacht. 19. Oh je, gefundene Leichen 3, Entdeckungen 0. Getötete Feinde 20 von 22. Okay. Aber immerhin schon mal Rang A. Ist ja super, oder? Und 2000 Punkte haben wir bekommen. Boah, ich finde das gerade cool. Tötest du einen Feind von oben, kannst du so auch schnell, was wie, helle Lichter verraten deinen Standort und kosten dich wertvolle Schattenessenz. Das wissen wir, ich hätte gerne das vorige nochmal gelesen. Ja. Schön gespeichert. Wunderbar. Hey, hör mal, Aragami. Psst, nicht so laut. Was gibt's denn? Wir nähern uns dem Eingang des Friedhofs oder dem Ausgang in diesem Fall. Kuroso meint, hier wäre der erste Talisman, nachdem sie... Was können wir suchen? Kuroso? Der Rabe. Ich habe ihn Kuroso genannt. Passt zu ihm, oder? Klar. Das fühlt sich nicht richtig an. Was denn? Nichts. Es ist was faul. Kapitel 3. Klänge der Vergangenheit. Es ist hier doch irgendwas faul. Kann man das lesen? Schaut nicht aus. Es scheint hier doch irgendwas faul zu sein. Habe ich schon erwähnt, dass hier was faul ist? Pff. Momentan scheinen hier keine Wachen zu sein. Okay, hier ist nichts versteckt. Oh, Wachen. So viel dazu. Kann ich rüber? Nicht so ganz, ne? Aber hier. Dann normalerweise dürfte ich hier rauf. Na komm. Ich werde wieder versagen. Keine Sorge, ich versag sicher wieder. Das gehört zum Spielverlauf. Das ist ganz normal. Ich bin nicht im Schatten. Das gefällt mir nicht. So. Kann ich mich hier hinten irgendwo verstecken? Ich glaube nicht zurecht. Jetzt kommt der Kratler schon wieder. Vielleicht habe ich Glück und ich kann ihn ziemlich gut ermorden. Oder ich müsste hier nochmal rauf. Ich glaube, ich muss nochmal rauf. Schnell sogar. Na, wer weiß. Er hat mich leider gesehen. Aber wir konnten ihn trotzdem noch ermorden. Und schnell verschwinden lassen. Ich liebe diese Fähigkeit. Das ist schon meine allerliebste Lieblingsfähigkeit, ist das. Oh mein Gott, weg hier. Eventuell können wir es hier probieren. Ah, schöner Schatten. Schöner Schatten. Und eventuell vielleicht da drüben. Schleich, schleich, schleich. Wir müssen hier ein bisschen warten, bis die drüber der Wache sich wieder verschüsst sozusagen. Oh, da ist noch eine. Kommt die rauf? Freilich kommt die rauf. Die geht hier rüber. Das ist gerade nicht so gut. Schnell verschwinden lassen, bevor die Wachen kommt.
Schnell verstecken. Verstecken? So ist gut. Oh mein Gott. Scheiße. Und nochmal machen. Und Neustart. Wo sind wir hier? Ah, eh da. Fein. Das ist gut. Das ist gut. Können wir hier rüber irgendwie? Zumindest da geht's mal. Na, würdest du warten? Nein, ich habe keinen Bock. Und Energie habe ich auch keinen. Habe ich das schon mal gesagt, dass ich keinen Bock habe? Sieht mich, er sieht mich. Bin schon fort. Dann warten wir wieder, bis der Kratler zurück ist. Und dann meucheln wir den nieder. Oh mein Gott. Ich muss darauf, ich muss darauf. Ja, super. Kommt der Depp daher, ne? Arschkopfblöder. Bin ja selber schuld. Ich pass halt nicht auf. So, ab in die Schatten. Darüber. Darüber. Geht's? Und zack. Schön. Der war sauber. Und tschüss. Verschwindibus. Sehr gut. Den ersten haben wir schon mal. Oha. Ich glaube, da oben kommt wer. Puh. Der da drüben macht mich vor allem auch nervös. Wow. Ich müsste mal zuerst schauen, ob ihr den Kratler da schneller umhauen könnt. Ist die Frage, wie, wo kommt er her? Passt, sauber. Und verschwind die Bus. Gut. Wie? Kann ich irgendwie abhauen? Na, okay, das habe ich da jetzt zu lange gebraucht. Ach, ich habe zu hoch gepokert. Ich hätte noch mehr warten müssen. Ich hätte noch mal noch warten sollen. Warten müssen und warten sollen, jawohl. Vor allem warten sollen. Ja, ja, da bin ich wieder mal selber schuld gewesen. Keine Frage. Einfach wieder mal selber schuld. Na, würdest du rüber und so warten? Da. Brav. So, den machen wir gleich nochmal. Das müsste sie ausgehen wieder. Oder auch nicht. Na komm. Passt. Sauber. Verschwinden. Schnell verschwinden. 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 Schnell hoch. 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 Geh mach hoch. Manchmal will er nicht. Weg da. Puh. Alter, das war knapp. Dreh dich um. Und weg. Puh, das war gut. Das war sehr gut. Echt super hingehauen. So. Dann müssen wir jetzt darüber. Aber es hilft wahrscheinlich gar nichts, wenn ich da so brav weiterspiele, weil der Checkpoint noch nicht da ist. So, wo willst du hin, Kratler?
verschwinden. Ganz schnell. Lass ihn verschwinden, um Gottes Willen. Okay, ich habe den blöd umgebracht. Sehr blöd sogar. Na, zu blöd umgebracht. Viel zu blöd umgebracht. Nix gut. Gar nichts gut. Würdest du? Ja, ja, war klar. Nee, nochmal von vorne. Den habe ich zu blöd umgebracht. Der ist zu nah an der Lichtquelle, den kann ich nicht verschwinden lassen. Ich hätte ihn vielleicht auch liegen lassen können, wäre schlauer gewesen. Ja, werden wir ihn dann das nächste Mal liegen lassen, wenn er nochmal so blöd fällt und gut ist. So, bitte hierhin. Dahin. Und dorthin. Okay, die zwei waren so schön. Wow. Die habe ich so schön besiegt gehabt. Wieder mal. Und dann versemmel ich. Aber immerhin ist der jetzt abgenippelt. Zack und fut. Passt. So, mal schauen, ob da jemand kommen tut. Ich hoffe nicht. Na, der geht einfach da im Kreis herum. Nicht laufen. Leise. Psst, leise. Jetzt müssen wir warten, bis der obere weg ist. Dann können wir das schon machen. Hoffentlich geht der schneller. Okay, schnell verschwinden lassen. Schön gemacht und verstecken. Puh. Es wäre schön, dass wir den unteren noch so klasse hinbekommen. Den da. Wie stellen wir das am besten an? Ich habe nämlich keine Ahnung. Könnte ich auf den Baum rauf? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier rauf? Nö. Aber so wird's gehen. Schauen wir mal, ob das klappt. Wenn er vorn steht, dass wir uns einfach dann schnell wenden und dass wir ihn dann umhauen. Ansonsten ist wieder Fail. Jawohl. Und verschwinden. Das lief gut. So geht's. So kriegen wir das hin. Sehr gut. Warte, ich bleib mal kurz hier. Verschwinden. Vielleicht können wir den unteren jetzt gleich mal ausschalten. Und dann ist der Part eh schon wieder zu Ende. Dann muss ich leider auch eine Aufnahmepause machen. Und dann müssen wir das hier nochmal machen. Ist jetzt momentan eh nur Training. Vor allem Training für mich. Schön. Sehr, sehr gut. Und tschüss. Ich habe mir gedacht, in der ersten Runde hier sozusagen werden wir alles ummeucheln, damit wir schön die Punkte zusammenkriegen und dann werden wir mal probieren, dass wir ungesehen uns hier durchschmuggeln können. Das ist der einfachere Weg. Das machen wir dann, wenn wir dann noch Schriftrollen oder so, falls ich was wieder übersehen, momentan läuft es eh gut, falls ich was übersehen sollte, dass wir dann, wenn wir die Schriftrollen farmen, dass wir dann uns einfach nur durchhuschen. Da geht's durch, da sollen wir durch. Ist das gut so? Ich weiß gerade nicht, ha? So, und weg mit dir. Sehr gut. Da soll es lang. Aha, da drüben.
Okay. Da will ich aber noch gar nicht hin, ehrlich gesagt. Ich möchte noch vorher schauen, ob es hier Schriftrollen gibt. Die sind ja meistens ganz böse versteckt. Wow. Schnell weg. Passt. Und wir müssen auch schnell weg. Und der Part ist zu Ende. Das lief echt gut. Leider schon zu gut. Denn zu meinem Bedauern muss ich jetzt, wie gesagt, aufhören. Denn einen machen wir noch zur Gaude. Es hat der Gaudis. Supi. Lief gar nicht mal schlecht. Aber auch hier ist keine Schriftrolle. Schade. Schade. Vielleicht haben wir dann da unten noch etwas Glück. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Werde noch versuchen, ob wir trotzdem. Ich möchte mal gerne probieren, ob wir speichern können. Jedenfalls wünsche ich euch. Also, warte mal, ich fange nochmal von vorn an. Schnell weg. Scheiße. Zehn Bock geschossen. Ich wollte da wieder rauf. Ich wollte eigentlich versuchen, ob ich nochmal speichern darf. Was mache ich denn da? Lauf, du Depp. So spannend, ey. Na los. Ach, was soll's. Ich wollte auf jeden Fall nochmal hier rauf hüpfen. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Aber ich glaube, das geht nicht mehr. Da kann ich nicht mehr rauf. Obwohl doch. Sehr gut. Ich wollte nur probieren, ob ich hier nochmal automatisch speichern könnte. Das wäre mir gerade sehr gelegen. Aber so wie es ausschaut, nicht wirklich. Na, schade. Wollte ich nur mal probieren. Das heißt, im nächsten Part, bei der nächsten Aufnahmesession, werden wir hier nochmal das von vorne spielen müssen. Es tut mir sehr leid, aber ja, schaut so aus, als ob das nicht anders geht. Außer wir bringen den noch um und gehen dort hinten hin, aber so wie es ausschaut, gibt es dort keinen Speicherpunkt. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut und wir hören. Hören uns, muss man schlucken, beim nächsten Mal. Tschüssi!